Ja, herzlich willkommen zum ersten Webinar nach der Sommerpause. Vernetzen Sie Ihr Zuhause mit Legrand und mit Atmo Pro. Da haben wir jetzt den Teil 1. Das ist das Thema Sicherheit, also Sicherheitssystem mit Netatmo Pro Security. Pro Security ist die App und wir haben den Teil 2 für so eine circa halbe Stunde später dann intelligentes Heizen mit Netatmo Pro Energy. Dahinter verbirgen sich in erster Linie dann die Thermostate. Ich stelle mich ganz schnell und kurz vor. Mein Name ist der Detlef Luike, altes Urgestein von Legrand, bin vor circa 36 Jahren hier als Elektronikentwickler mal eingestiegen und seit circa 28 Jahren hier im Hause verantwortlich für Schulung und Training. In dem Zusammenhang werden mich sicherlich auch einige von den Teilnehmern schon kennen. Die einen sagen, ich bin ein verrückter Hund. Lassen Sie sich deshalb nicht ärgern. Und für mich ist es immer ein bisschen unangenehm, hier mit dem Laptop zu sprechen und so das direkte Feedback von Ihnen nicht zu bekommen. Um Sie ein bisschen kennenzulernen, werde ich Ihnen jetzt, also ich schalte die Kamera jetzt mal weg. Ich komme dann zum Schluss nochmal wieder rein, dann ist es für Sie so ein bisschen ruhiger. Und um Sie jetzt kennenzulernen, ich möchte einfach jetzt Ihnen mal drei Fragen absetzen. Ich hätte viele Fragen an Sie, aber dann habe ich so einen kleinen Gruppenschnitt. Ich wähle diese Frage jetzt aus. Die fliegt jetzt auf Ihren Laptop und Sie beantworten einfach mit Ja und Nach, Ja und Nein und senden die dann auch ab. Und schauen Sie, meine erste Frage an Sie: Kennen Sie das Unternehmen Netatmo? Die Antworten, die fliegen rein, die schreibe ich mir auf, weil ich die im Laufe des Vortrags so ein bisschen auch verwenden werde. Oh, das ist ja schön. Ich schließe jetzt die Umfrage, würde Ihnen die übertragen und dann sehen Sie auch das Ergebnis. Die Hälfte dieser Menschen, die mir zuhören, kennen Netatmo nicht. Und dazu werde ich nachher mal im Laufe des Webinars am Anfang etwas zu sagen. Ich blende die Frage aus. Die zweite Frage, die da heißt, ohne jetzt das Wort Smart Home genau definiert zu haben, frage ich Sie einfach mal, also die einen sagen ja, das große KNX ist das Smart Home, der nächste sagt, du, das steht doch auch auf einer Bluetooth-gesteuerten Steckdose drauf, ja, also das Smart Home an sich ist ja breit gedehnt und ich schicke Ihnen die Frage mal raus, nur für mich hier und sage Ihnen dann vielleicht auch, warum ich die Frage stelle, fühlen Sie sich in einer Smart Home-Beratung sicher genug? Bin mal gespannt, was da kommt. Oh, schauen Sie mal. Ich gehe mal davon aus, der größte Teil meiner Zuhörer sind Elektriker. Ich kann es nicht genau prüfen. Ich schließe mal. Schauen Sie mal. Ach, kommen noch welche rein, die noch überlegt haben oder anders sich entschieden haben. Aber jetzt schließe ich. 44% ja, 56% nein. Ich übertrage Ihnen das Ergebnis. Schauen Sie mal, hochinteressant. Da empfehle ich Ihnen einfach mal am Rande mal in unseren Aufzeichnungen zu stöbern. Es gibt manchmal auch live ein Webinar, das nenne ich Smart Home. Wie erkläre ich es den Kunden? Ist eine Stunde, die Sie sich vielleicht mal anhören. Und dieses Netatmo, was wir heute besprechen, das ist eine schöne Einsteigerlösung, um ohne Risiko, das können Sie bei sich zu Hause anfangen zu üben, auch im Bestand, also im Renovierungsmarkt, schöne Dinge zu tun und sich einen Namen zu machen und in dieser Beratung immer sicherer zu werden. Das Letzte, was ich jetzt rausschicke, und das ist dann meistens interessant, das ist die Frage, schauen Sie mal, leben Sie schon smart? Zu Hause, ne? Wie auch immer. Also wenn Sie eine Netatmo-Kamera ab gleich dann zu Hause installieren, dann leben Sie schon irgendwie ein bisschen smart, ne? Ohne das jetzt mal genau zu definieren, das Wort smart heißt ja eigentlich nichts anderes wie Intelligenz. Schön. Umfrage ist gelaufen. Ich schließe, ich übertrage Ihnen das Ergebnis. Schauen Sie mal, 67% behaupten von sich, ich lebe smart und 33% nein. Ich blende aus und ich sage Ihnen einfach mal, diese Kamera, die Sie da jetzt gerade schon im Bild sehen, ist ein ganz toller Einstieg, mal von sich aus sagen zu können, wir leben da auch smart, ne? So, und dann gehen wir mal weiter. Schönen Dank für Ihre Antworten. Das hilft mir so ein bisschen, Sie als Gruppe hier zu verstehen, anonym zu verstehen. Und unser erstes Thema ist das Thema Sicherheit mit Netatmo Pro. Was ist jetzt passiert hier? Muss man eine Technik hier bedienen parallel. Und da haben wir, wie Sie hier sehen, eine kleine Einführung. Da gehen wir mal über die Produkte, die wir so haben. Und wir gucken uns dann an, was wir im Webinar behandeln hier. Also circa 50 Minuten Schwerpunkt Sicherheit. Und dann machen wir nochmal so circa eine halbe Stunde. Angesetzt sind zweimal 45 Minuten, also 90 Minuten. Das ist das Thema intelligentes Heizen.
ist nicht so umfassend, aber vielleicht nicht ganz so einfach wie das Thema hier. Und in diesen Webinaren, da sage ich ja immer, man hat ja nur eine Stunde, hier jetzt ein bisschen mehr, und da möchte ich ja auch, dass es immer spannend bleibt und Sie nach dieser Stunde eine Menge mitnehmen. Sie können nicht zuhören und Fragen stellen. Also ich sage mal, wenn Sie Fragen haben, kurze Fragen, ich schaue ab und zu mal in den Chat rein, die versuche ich dann mit einzubinden, aber es ist unheimlich schwierig, dass wir jetzt hier interaktiv kommunizieren. Was erwartet Sie in diesem Webinar? Also ich stelle Ihnen in diesen 2x45 Minuten Netatmo-Produkte umfangreich vor, mit ihren Eigenschaften, Anwendungsfeldern und natürlich Nutzen. Das können wir nicht im Detail tun. Und ich sage immer, Gerätekunde ist ja im Grunde genommen recht langweilig. Das kann man nachlesen und sich nicht immer alles merken auch. Und wir werden uns dabei natürlich mal auf Besonderheiten konzentrieren. Mir ist wichtig, liebe Zuhörer, dass wir das gesamte System Netatmo Pro verstehen und erkennen, dass die Produkte einzeln funktionieren, aber auch im Team zusammenarbeiten. Deshalb sprechen wir auch vom System. Da ist zum Beispiel die Innenraumkamera, die das fremde Gesicht erkennt und die Innensirene antriggert. Diese Zusammenarbeit muss man aber in der App einstellen. Ja, diese Teamarbeit oder auch, wie man in der Beratung sagt, Interoperabilität, ne, Zusammenarbeit der Produkte. Und das kann man in den Apps freigeben und optimieren, Grundeinstellungen verändern und so weiter. Und deshalb möchte ich mit Ihnen in die App gehen. Ich habe dafür Bildschirmfotos gemacht. Also das ist Apple-lastig. Keine Sorge, auch die Android-Phone-Anwender können das mit ihrem Smartphone tun. Das ist vielleicht von der Ablichtung her jetzt ein bisschen anders, aber es ist ja so, wenn man etwas gehört und gesehen hat, dann können Sie das auch gleich wieder vergessen, aber dann weiß man, wo man suchen soll in so einer App. Man wird da ja auch erschlagen, und das ist vielleicht auch in der Beratung, wenn Sie also den Nutzen dieser App mal vermarkten wollen, ganz interessant, was Sie hier finden. Sie bekommen natürlich viele interessante Argumente für Ihre Beratung und on top Tipps und Tricks, die ich Ihnen nenne, damit Anfängerfehler vermieden werden, insbesondere bei Erstinbetriebnahmen, was mir selbst natürlich auch passiert ist. Und Sie kennen das mit einem dicken Smiley natürlich, Produkt gekauft, Karton aufgerissen, entsorgt mit Bedienanleitung, Zubehör und wichtige Daten auch im Karton mit weggeschmissen. Und dann wundert man sich, wenn man anfängt. Das kennen wir alles, und ich möchte Ihnen einfach so zwischen den Zeilen immer mal einen Tipp geben, dass Ihnen das nicht passiert. Ein Hinweis: die Webinarprofis, die mich kennen, wissen das, diese Präsentationen sind für Sie, stehen die im Download-Center bereit, die können Sie sich runterladen, bestimmte Seiten ausdrucken oder einfach lesen auf dem iPad. Sie sind deshalb oftmals sehr textlastig. Wir werden auch über viele Folien einfach so hinweggehen, die einfach nur drin sind, damit Sie lesen können. Ja, also starten wir durch. Erster Teil eben, wie gesagt, ist das Thema Sicherheit. Wir beginnen mit der Außen- und Innenraumkamera, Fenster- und Türsensoren, Innensirene und Rauchmelder. Und immer wieder in diesen Kapiteln gehen wir in die App, und ich möchte Ihnen ja mit jedem Produkt in der App neue Ecken und Details zeigen, damit es über die ganzen 50 Minuten jetzt spannend bleibt. Gut. Erster Punkt: Produktübersicht, abgrenzen, was wir im Webinar tun. Hier auf dieser Seite ist mal das komplette Netatmo Pro Programm gezeigt. Netatmo selber ist 2018 von Legrand gekauft worden. Es wurde ursprünglich 2011 mal als junges Start-up gegründet und seit dieser Zeit von Legrand eigentlich gefördert. Die sind damals, ich mache hier unten mal so einen Laserpointer hier an meinen Dings, die sind damals, und daher kennt man Netatmo, also bei den Endkunden, die sich damit beschäftigen, sind die mit der Wetterstation angefangen und über diese Wetterstation auch berühmt geworden in der Welt. Und nach, ich weiß es nicht nachzuvollziehen, sind dann eben Produkte dazugekommen, wie unsere smarte Videotürklingel, hochinteressant, um eine normale Klingelanlage mit Trafo, Klingelknopf und Gong smart zu machen. Wir sprechen natürlich heute über die Außenkamera, über die Innenkamera mit dem ganzen Zubehör. Das ist hier unser Thema heute, ja, die Ecke. Dann haben wir unsere Thermostate, das ist unser zweites Thema, Wetterstation, Innenraummodul, ja, also Homecoach und was es da alles gibt, ist nicht das Thema heute. Ich habe es etwas anders mal dargestellt. Netatmo als junges Unternehmen 2011 gegründet.
mit der Wetterstation groß geworden, gekauft von Legrand in 2018, hat heute die Säulen Sicherheit und Temperatur, um die wir uns im Webinar kümmern. Im Webinar kümmern wir uns nicht um das Thema Wetter- und Liftgüte. Ja, und was auch zum Thema Sicherheit gehört hier und nicht zum Thema gehört, ist die smarte Videotürklingel. Ich will Sie auch ein bisschen neugierig machen. Ich sage immer so ein bisschen Bratenluft versprühen, dass Sie mit unserem Außendienst einfach mal nachfragen oder ein bisschen googeln und suchen und sich dann entsprechende Informationen holen. Ja, so, fangen wir an mit Sicherheit. Sicherheitssystem. Ich möchte es nicht Alarmanlage nennen, wie unsere Prospekte manchmal sprechen, weil eine Alarmanlage ist etwas anderes, aber dies kommt einer Alarmanlage sehr nah und ich möchte, dass wir durch dieses Webinar jetzt diese Produkte kennenlernen mit einer kleinen Geschichte. Sie haben diese Außenkamera gegen eine Außenlampe ausgetauscht. Außenlampe 3x15 Phase 0 Schutz mit einem Bewegungsmelder, denn diese Kamera hat eine Bewegungserkennung über eine Kamera, hat ein Licht drin, LED-Licht drin. Würde jetzt der Verbrecher ins Grundstück einsteigen, Sie bekämen auf der App gemeldet, dort ist Bewegung auf dem Grundstück. Sie haben die Kamera programmiert, dass die mit 30% oder mit 100% richtig angeht. Jetzt macht der Typ sich, er sagt, ja, ist ein bisschen Licht, was soll's, an der Haustür zu schaffen. Die Vibrationen werden von einem Türsensor erkannt. Der meldet der Kamera, hallo, da tut sich was, guck dir den Vogel mal an. Ne? Und dann sagt die, das haben wir der Kamera beigebracht, meine Familienmitglieder kennt, da der Oma und Opa auch, sagt dann so nach ein paar Sekunden, das kann ich alles einstellen, schauen wir uns an, liebe Innensirene, jetzt machst du und brüllst mal ordentlich, machst Krach. So, die Außenkamera hat aufgezeichnet, die Innenraumkamera hat aufgezeichnet. Jetzt ist das so, Sie wissen das, so eine Kamera schützt natürlich vor Einbruch nicht. Die haben alle Masken auf, aber ich sag mal, wie war es im Mittelalter? Ja, da war der Spruch, Licht lädt Gäste ein und verscheucht das Gesindel. Ne? Und wenn Sie dann links das Haus haben, was sehr dunkel ist und rechts ein Haus, was eine Gartenbeleuchtung hat mit Kameras ums Haus rum, dann ist das vielleicht nicht so die erste Wahl. Ne? Weiß man nicht, aber Sie wissen schon, was ich meine. Oftmals reicht es ja auch, man nennt das Peace of Mind, das Gefühl der Sicherheit. Ich habe Kameras ums Haus und man schläft einfach besser. Ne? So, das ist also unsere Geschichte. Unser Verbrecher, der schleust sich jetzt da durch. Wir haben hier nochmal eine Übersicht, um abzugrenzen. Einmal ist es so, dass wir die smarte Außenkamera, die wir jetzt intensiv auch kennenlernen, die hat noch einen Bruder oder eine Schwester und die hat eine Sirene drin. Also die funktioniert genauso. Nur wenn die hier einen Menschen oder was auch immer detektiert, dann poppt auf ihrem Smartphone in der App auf Sirene einschalten. Ja? Und wenn sie die einschalten, dann quiekt die für 4 Minuten so lange, wenn sie nicht abschalten. Die macht einen ätzenden, vibrierenden Ton und man könnte Vandalismus verhindern und den Menschen verscheuchen. Also die hat eine Sirene, die nicht automatisch angeht, sondern ich entscheide, ob sie schreien soll oder nicht. Um diese Außenkamera hier werden wir uns hier nicht kümmern. Das muss man auch nicht, weil ich habe ja alles gesagt jetzt gerade. Ne? Einziger Unterschied ist diese Sirene. Und dann haben wir hier die blaue Box. Da ist diese smarte Innenraumkamera drin. Die gucken wir uns auch an. Und warum steht hier Zubehör? Und das ist der erste Tipp zum Beispiel auch an alle Einkäufer und Verkäufer, dass Sie bitte eine Innensirene nicht einfach so kaufen und auch diese smarten Tür- und Fenstersensoren nicht einfach so kaufen. Die funktionieren nämlich nur in Verbindung mit der Innenraumkamera. Weil das ist ein Gateway zur Cloud. Ne? Also ohne Innenraumkamera keine Sirene und keine Fensterkontakte. Kommen wir drauf. Ich wiederhole auch immer sehr viel in meinen Webinaren, denn ich rede immer viel und schnell und dann ist immer ganz gut, wenn man mal so ein bisschen wiederholt. Ne? So, dann haben wir auf der rechten Seite hier noch den kleinen Rauchmelder, den wir eben in der Einleitung fast vergessen hätten. Der hat natürlich in diesem Spielchen hier nichts zu suchen, hört aber zum Thema Sicherheit. Alle Geräte, die Sie hier sehen, haben ein sogenanntes Inside Gateway, auch wieder so ein Fachbegriff, ein Gateway ist das Bauteil, was die Konnektivität herstellt. Was ist Konnektivität, um Gottes Willen? Aber ich will Sie auch so ein bisschen, so 5, 6 Vokabeln braucht man, um in der Beratung sicher zu sein. Konnektivität bedeutet nichts anderes wie Internetverbindungsfähigkeit. So, und diese Geräte haben alle ein Inside Gateway, also ein Gateway drin. Das heißt, diese Außensirene wird, wenn Sie da gutes WLAN haben, das ist die Voraussetzung. Hier haben wir auch einen LAN-Anschluss, hier nicht. Wenn die gutes WLAN hat, verbindet die sich ohne ein Gateway, was man sieht, ins Internet. Wir kommen drauf. Und auch der Rauchmelder hat ein solches Inside-Gateway. Sie verlassen das Haus, der Herd ist an, die Nudeln werden schwarz und qualmen. Sie bekommen es dann auf dem iPhone mit, dass da was nicht in Ordnung ist und können reagieren.
Gut. Die App, die wir für dieses Dinge brauchen, ist die sogenannte Home Plus Security. Das ist eine der drei Master-Apps, die es in Zukunft geben wird bei Legrand. Ich mache jetzt 5 Jahre Smart Home und erkenne eigentlich, dass diese ganzen sogenannten Native-Apps, also diese Mutter-Apps, ja, viele Smart Home-Systeme haben ja ihre eigene App, jetzt in dieser App Home Plus Security zusammenlaufen und sie haben schon von unserer smarten Hausstation Class 300, EOS WISNet Atmo, also Evolution of Smart gehört, ja, die wird auch schon mit dieser App eingerichtet. Also diese App Store Entry, die Sie da kennen, von unserer Class 300 zum Beispiel, die werden dann irgendwann bestimmt mal hier reinwachsen. Also wir brauchen diese App und, liebe Zuhörer, kostenlos und auch in der Anwendung kostenlos. Das ist natürlich ein großer Anspruch von Smart Home Nutzern. Ja? So, diese App werden wir jetzt hier im Detail kennenlernen. Sie läuft auf dem iOS-Betriebssystem und auf dem Android-Betriebssystem. Das muss man dazu sagen. Ja, starten wir mit dem ersten Produkt. Die Kamera hier auf dem Foto ist schwarz. Ich habe soeben im Newsletter gelesen, für die Profis unter uns, die sie schon verbaut haben, gibt es jetzt auch in weiß. Das habe ich eben gehört. Und wir hatten schon gesagt, die Schwester oder der Bruder hat eine Sirene drin. Und fangen wir mal an, immer mit so einer Struktur. Wir gucken mal in den Karton. Wir nennen das im Englischen Unboxing. Ist mir deshalb wichtig, weil, wir haben das schon angesprochen, dieser Karton so mehrere Kartonebenen hat. Und ganz unten drin liegen dann Unterlagen. Und die werden gern mal weggeschmissen. Und mein erster Praxistipp ist, wenn ich mal so gucke, woran scheitern Inbetriebnahmen? Die Leute haben das Heftchen nicht gelesen und die Leute haben auch nicht in die App geguckt. Denn die App, das ist ja alles Endkunden-Smart Home, was wir hier haben, ist ja so endkundenfreundlich gemacht. Also auch, ich sage mal, der Mensch, die Frau, der Mann vom Finanzamt, die von Technik nichts wissen wollen, für die ist das eigentlich gemacht. Und wenn man ein bisschen Spaß hat, kriegen die das auch alleine hin. Aber lieber Elektriker, wenn Sie sich fit gemacht haben, dann sind die Leute natürlich auch froh, wenn man ihnen die Arbeit abnimmt. Und da kann ich Ihnen nur sagen, lassen Sie sich Ihr Fachwissen bezahlen, verschenken Sie Ihre Arbeit nicht. Und warum nicht einfach mal ins Angebot schreiben, App-Inbetriebnahme 1 Stunde, wie auch immer. Und die Fehler werden gemacht, dass man nicht liest in der App. Und ich sage immer, bewaffnet euch mit dem Textmarker. Ich habe die Fehler gemacht. Liest dieses Heftchen durch, markiert euch die Schritte, wo es Deutsch steht. Das ist das eine. Und dann haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Karte. Die sollte in die Dokumentation, in die Übergabemappe für den Kunden. Das ist nämlich die Karte rot vorne, weiß hinten. Einmal fürs Reset und einmal für besondere Situationen in der Erstinbetriebnahme. Wir kommen drauf, dann zeige ich Ihnen das. Ich möchte jetzt im Einzelnen nicht auf die Montageteile hier gehen. Wichtig ist nur, dass Sie mitnehmen. Das gilt immer. Lesen, was in der App steht. Viel wichtiger, tun, was da steht. Mit Geduld und Ruhe dran gehen. Ja, Passwörter aufschreiben und dann nicht 5 Minuten später vergessen haben. Vieles ist damit gelöst. Aber ich gebe Ihnen im Laufe des Webinars andere Fehlermöglichkeiten. Ich sage mal, von 100 Inbetriebnahmen gehen 5, warum auch immer, in die Hose. Aber hinterher laufen alle 100. Aber man hat eben dann das große Pech vielleicht auch bei der ersten Inbetriebnahme. Deswegen mein Tipp: Fangen Sie mit irgendeinem Produkt bei sich, ich sage jetzt mal im Haus oder in der Werkstatt an. Gut, die Produkteigenschaften, direkter Anschluss 230 Volt, damit gucken Sie sich mal die ganzen Außenleuchten an, die man so findet. Die Evolution ist ja, ich sage mal, vor 30 Jahren gab es die Glühlampe in der Außenleuchte mit dem Ausschalter davor, dann kamen die Bewegungsmelder, dann sind die Bewegungsmelder in die Lampen gerutscht, jetzt kommen die LEDs sind in den Lampen drin und jetzt kommt der letzte Evolutionsschritt, das ist eben die Außenleuchte mit einer Kamera und einer Bewegungserkennung. Kann man direkt austauschen. Gucken Sie auf Ihren Hof, ja, Werkstatt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Sie fahren hinten drauf, Seiteneingang für die Mitarbeiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass Sie an der Stelle gutes WLAN haben und eventuell mit dem Repeater oder mit dem Access Point dann dahin bringen. Ne? Ja, was können Sie noch? Infrarot-Nachtsicht, also die guckt im Dunkeln ganz gut, schwarz-weiß. Sie hat ein integriertes Mikrofon, das heißt, bei Unruhe kann ich mich zuschalten. Das mache ich in der App. Wir kommen drauf. Ein tolles, helles Flutlicht, was ich natürlich abdimmen kann. Ich kann also diese smarte Außenkamera sagen, dass sie bei Detektion, wie gesagt, mit 50% der Helligkeit angeht. Sie werden in Echtzeit informiert, um vielleicht im Falle eines Einbruchs auch in irgendeiner Form reagieren zu können. Wichtig ist die Montagehöhe. Wichtig ist, bevor Sie die an die Wand schrauben, in der Bedienungsanleitung steht zwar
Sie muss ordnungsmontiert montiert sein. Aber hier, sag ich mal, ist es vielleicht sinnvoller, Sie machen sich ein Stück Kabel mit einem Stecker dran, setzen sich ins warme Wohnzimmer neben den Router und nehmen die erstmal in Betrieb. Denn es gibt so einen Menschen, der tat mir richtig leid, der hat vier Kameras ums Haus montiert, natürlich in 7 Meter Höhe. Also die Ausziehleiter war wahrscheinlich schon ganz ausgezogen. Und dann hatte er natürlich an der vorletzten Kamera nicht mehr so richtig WLAN und das ist auf der Leiter nicht mehr so lustig. Also bitte vielleicht im Vorfeld mal schauen, ob wir das einfach so auf den Küchentisch gelegt irgendwie hinkriegen. Also Nachrüstung, Achtung, das hat was mit Erkennen zu tun, 2,5 bis 4 Meter. Wir können die Kamera so schwenken und auch hin und her schwenken. Jetzt kann man natürlich fragen, Detlef, wie kann ich denn so 2,4 Gigahertz messen? Ich habe auch kein WLAN studiert. Stellen Sie sich mit dem Smartphone hier hin, streamen Sie ein bewegtes Musikvideo, ja, und wenn das ruckelt verläuft, dann passt das schon ganz gut, ne? Und denken Sie auch dran, das ist auch ein Grund, warum manche Inbetriebnahmen scheitern. Also die erste war, nicht lesen, nicht tun. Die zweite ist, an dem Router sind die 2,4 Gigahertz abgeschaltet. Wir brauchen im Moment, ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber im Moment, das 2,4 Gigahertz Band vom Router, ne? So, sie ist wetterfest. Wie heißt das hier, das Bild drehen. Also Sie dürfen die auf den Kopf schrauben, Carport oder was unter dem Dach. Aber bitte nicht horizontal. Das ist nicht so gut. Ne? Das hat sie nicht so gerne. Ja, Vorteil und Nutzen. Kamera kaufen, App runterladen. Was wir dafür brauchen, ist eine gültige E-Mail-Adresse. Dann bekommen Sie ein vorläufiges Passwort. Sie müssen dann das WLAN-Passwort eingeben, um sich mit Ihrem Haus-WLAN zu verbinden. Sie können mit dieser App ganz viele Kameras überwachen. Das werden Sie alles jetzt kennenlernen. Sie verhindert Einbrüche. Ja, ich will nicht sagen immer, aber es hilft so ein bisschen und Sie haben natürlich ständige Kontrolle. Sie können jederzeit auf den Livestream gehen und gucken, ob Ihr Auto da noch steht, wie in diesem Bild gezeigt. Sie hat eine gewisse KI. KI ist die künstliche Intelligenz und die kann man verbessern. Wenn man nämlich dann hier, das sehen Sie nachher auch nochmal, hier drauf drückt, dann kommt da Erkennung verbessern. Sie haben hier Füße, ein Auto, eine Person, dann kann man sagen, Erkennung verbessern und kann der Kamera eben beibringen, dass es sich in diesem Fall um ein Auto handelt und nicht um einen Mensch. Das lernt die mit der Zeit. So, wie ist die Verbindung? Wir haben ein Inside-Gateway, schon gesagt. Hier ist gutes WLAN. Mit Hilfe der App wird dann die Hochzeit gemacht, das sogenannte Pairing, also Kamera, Router, Cloud, die heißt heute NetAtmo Le Grand Medicino Cloud. Und dann, wie heißt es zur App? Und dann haben wir die Verbindung und das tut sie dann automatisch auch außerhalb des eigenen WLANs. Wer sich aus, ja, wir brauchen gute, schnelle Internetverbindung. Wir können, wenn Sie wollen, das Ganze wird bei Internetausfall auf die SD-Karte gespeichert. Ist Internet wieder da, wird von der Karte wieder zurückgeschossen in die Cloud. Und wer sich auskennt, Dropbox und FTP-Server, das Ganze kann man da auch drauf speichern lassen. Ja? So, erste Schritte. Ich habe in diesem Fall jetzt die Erstinbetriebnahme nicht abgelichtet. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt gut vorbereitet sind und das tun, was in der App steht. Ich zeige Ihnen aber bei anderen Produkten später mal, wie das aussieht. Also wir haben die Kamera ordnungsgemäß nach Anleitung montiert. Da bin ich der Meinung, das sollte man vielleicht erstmal nicht tun. Meine persönliche Meinung. Also wenn Sie es können, ist alles gut. Und dann gucken Sie, ob Sie da wirklich WLAN-Empfang haben. App laden, gültige E-Mail-Adresse verwenden. Und registrieren. Sie dürfen aufpassen, wenn Sie irgendwo schon bei Legrand, NetAtmo, Bettichino ein E-Mail-Konto, ein App-Account haben, dann können Sie das nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war vor 3 Jahren nicht möglich. Heute ist das so, mit einem einzigen Konto, ja, können Sie sich bei allen Apps registrieren. So, und dann sagt die App, was willst du tun? Wir wählen im Hauptmenü später dazu mehr, Produkt installieren. Und dann geht das seinen Gang. Lesen, was da steht, tun, was da steht. So, ganz, ganz wichtig, bitte Apple iPhone-Anwender jetzt zuhören und auch die Android-Anwender, die sich nämlich immer wieder wundern, wenn sie dann gelesen haben. Also, wenn man in dieser Einrichtung ist, wird man als Apple Phone-Anwender in die Einrichtung von Apple HomeKit getrieben. Wieder ein bisschen Beratung. Es gibt drei große Plattformen: Amazon, Hausautomations-App Alexa, dann Apple mit Hausautomations-App HomeKit und da gibt es Google Home. Die haben ihre Sprachassistenten.
und ihre Hausautomations-Apps. Und Apple HomeKit ist der Name für die Hausautomations-App von Apple. Und wenn man da drauf möchte auf die Plattform, also mit Apple HomeKit diese Kamera bedienen, dann hat sich Legrand und Apple zusammengesetzt und da hat der Apple gesagt, dann kriegst du von uns so einen Code. Und in der Einrichtung muss man den zur Hand haben. Und den gibt es einmal, blöd gelaufen, wenn man das Ding schon montiert hat, hier hinten, weil es ist nämlich einfacher abzuscannen, wie einzugeben. Das kann man aber manuell eingeben. Es liegt aber auch im Karton eine Karte dabei und viele wissen damit nichts anzufangen. Und der Endkunde sagt dann, ich habe Apple HomeKit, wo ist der Code? Also achten Sie darauf, dass Sie diesen Code wirklich aufheben. Es ist nicht so einfach, da wieder dran zu kommen. Okay, er ist auch für ein Smartphone immer nur gültig. Und das macht nichts, weil ich dann in Apple HomeKit meine Familienmitglieder einlade. Ne, dann dürfen die mitmachen. Gut, dann erste Schritte. Die Setup-Karte habe ich nie gebraucht. Wenn die App dazu auffordert, denn es kann sein, dass die bei dieser Verhochzeitung da nicht immer alles versteht, dass die dann auf einmal sagt, jetzt leg mir mal bei Licht die weiße Karte hier vor meine Kamera in 30 cm Abstand. Das habe ich nie benutzt. Manchmal braucht man sie. Und rot ist, wenn man auszieht, neuen Router gekriegt hat und sonst was, dann kann man mit dieser roten Karte ganz toll diese Kamera zurücksetzen. Wichtig, 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 aufheben. So, und wenn man dann Produkt neu installieren gedrückt hat, sehen wir nachher bei anderen Produkten, dann zeigt die auf einmal so ein Bild und das ist ein richtig schönes Gefühl. Und jetzt tauchen wir ins Kapitel App kennenlernen mit Hilfe von Bildschirmfotos. Und da sage ich immer, überall, wo so kleine Menüs sind, da findet man ganz tolle Sachen. Und ich habe hier unser Hauptmenü, wo wir jetzt mal richtig viel reingehen. Hier sieht man schon das Live-Bild der Kamera in meinem Labor. Wir haben hier oben ein Drei-Punkte-Menü und wir haben hier vorne nochmal ein Schnellmenü, so nenne ich es mal, für schnellen Zugriff. Und das schauen wir uns alles mal an, welche Anwendungen wir jetzt im Hauptmenü hier sehen. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie viel Netatmo Pro-Geräte hat denn der Detlef hier schon drin. Man sieht, die App wird nach Räumen organisiert. Also die App fragt, in welchen Raum willst du denn dieses Produkt jetzt packen? Man kann das hinterher verändern, man kann die Beschriftung verändern, wenn man dann in der Ersteinrichtung ein bisschen aufgeregt ist. Und ich habe hier im Hauseingang, zack, da gibt es die Außenkamera und wenn ich da drauf ticke, nur mal so, dann sehe ich hier schon die Firmware. Ja, das ist ja immer auch so ein Vorurteil. Ja, warum muss das ins Internet? Großer Vorteil, Legrand passt auf, dass die Produkte vernünftig gewartet werden und damit auch sicher bleiben. Und wenn ich dann ein bisschen hochscrolle, dann komme ich hier auf Einstellungen. Und da kann ich dann zum Beispiel das Bild drehen, wenn es am Kopf hängt, das Mikrofon einschalten, wenn ich mithören möchte und vielleicht auch einen Sicherheitscode anfordern, wenn die Überwachung mal ausgesetzt hat. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, und dann gibt es hier, wenn ich weiter scrolle, wieder noch die oder hier jetzt wieder hier drunter nochmal gucke, sogenannte Alarmzonen, die ich einstellen kann, machen Sinn, wenn ich vielleicht das Nachbarngrundstück mit drauf habe. Ich kann bis zu 4 Zonen markieren, wo die Kamera eben aufpassen soll. So, und dann gibt es im Hauptmenü, wir sind immer noch im Hauptmenü, unter dem Thema Benachrichtigung und Einstellungen. Guck mal hier, die ganzen Produkte habe ich hier schon drin, da kommen wir ja drauf. Da habe ich die Außenkamera. Und schauen Sie mal, da kann ich jetzt sagen, wie soll die Kamera mit dem Mensch, mit dem Fahrzeug, mit dem Tier und anderen Bewegungen umgehen? In welcher Zeit möchte ich überhaupt eine Erkennung haben? Und wenn ich dann mal beim Mensch bleibe, dann sage ich hier ignorieren. Heute habe ich keine Lust drauf. Bitte nur Aufzeichnung, gucke ich mir sowieso an. Oder aufzeichnen und benachrichtigen. Dann hake ich das an und dann kriegen Sie natürlich mit jeder Bewegung dann auch eine Push-Nachricht. So, ich habe gerade gesagt, wenn wir hochscrollen, in welchem Zeitraum möchte ich benachrichtigt werden. Und zwar nur dann, wenn ich tagsüber nicht zu Hause bin. Abends ist mir das egal, wie auch immer. Und bitte, das kann man auch nochmal, wenn dann die Innenkamera installiert ist, der ich ja beibringen kann, du bist oder ich bin eine bekannte Person, dann kann ich das über diesen Haken sogar so machen, dass das nur passiert, wenn niemand zu Hause ist. Das ist also die Zusammenarbeit zwischen der Innenraumkamera und der Außenkamera. Ja, dann haben wir dieses kleine Menü hier, das Informationsmenü für den schnellen Zugriff. Wenn ich das hier ticke, dann geht das hier offen. Das ist recht voll jetzt, weil ich natürlich alle Produkte drin habe. Und da kann ich hier, Außenkamera ist eingerahmt. Hier vorne kann ich die Überwachung ausschalten. Ich will meine Ruhe haben. Über dieses Zahnrad komme ich wieder in dieses Menü, wo ich das Mikrofon einstellen kann. Ich habe hier die Möglichkeit,
Flutlicht immer aus, Flutlicht einschalten oder mit einer bestimmten Helligkeit. Ja, habe hier auch wieder meine Alertzonen, wo ich da hier reinkomme. Man kommt immer aus mehreren Ecken zum Ziel. So, und wenn ich dann dieses Menü hier nehme, hier kann ich durchscrollen, dieses Menü hier nehme, dann komme ich irgendwann auf diesen Punkt, dann komme ich hier in dieses Informationsmenü rein. Und da werden wir nachher mal gucken, was es da noch für versteckte, interessante Dinge gibt. Hier drunter, wenn ich das hier hochschiebe, hier, dann habe ich immer die Aktionsleiste. Da sehe ich, was aufgezeichnet ist, sind Updates gelaufen und diese Dinge. Ist jetzt hier noch ziemlich leer. Hier sehen Sie schon, da ist eine Aufzeichnung. Ne? So, und jetzt kommen wir schon zur smarten Innenraumkamera. Also da habe ich jetzt kann ich höchstens mal gucken, wie spät wir haben. Boah, die Zeit hier rennt. Ich gucke mal, ob mir überhaupt noch einer zuhört. Es sind auf jeden Fall noch Leute dazugekommen. Klasse. Und wenn Sie mich noch hören und sehen, würden Sie mir mal ein Handzeichen absetzen, dann freue ich mich. Klasse. Sie sind noch da, ein bisschen zumindest. Ich weiß nicht, was Sie sonst noch machen. So, auch hier gehen wir in die Innenkamera rein. Jetzt wird es schon etwas einfacher. Auspacken, lesen und bitte dieses Netzgerät verwenden und nicht irgendein selbstgebasteltes anderes. Das ist ganz, ganz wichtig. Das steht ja auch drin. Wir haben wieder ein integriertes Mikrofon. Netzgerät ist im Lieferumfang. Wir haben, ganz wichtig ist, dass Sie den Aufstellungsort beherzigen, denn der ist wichtig für die Personenerkennung. Sie gehen ja hin und gucken ordentlich rein, aber der Verbrecher natürlich nicht. Also etwa diese Höhe, etwa diese Weite zu Terrassen- oder Haustür, bitte, bitte nicht auf Heizungen stellen. Und das ist ein ganz tolles Ersatz. Früher hat man Babyfon gesagt, da wurde das per Funk gemacht. Und wenn Sie diese Kamera jetzt ins Kinderzimmer stellen, sage ich mal, können Sie Ihr kleines Baby, wie es sich bewegt und raschelt, auch auf dem Livestream immer angucken. Und das ist schon vielleicht eine interessante Anwendung, die ich hier mal draufgeschrieben habe. Ja. Ganz wichtig, Innenraumkamera braucht auch 2,4 Gigahertz und der Aufstellort, der ist wichtig für die Personenerkennung. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. So, was haben wir hier? Ja, das Gleiche. Wenn Sie die App noch nicht haben, mit der Innenraumkamera anfangen, App besorgen, E-Mail-Adresse, Account machen und so weiter. Wenn Sie schon eine haben, können Sie die nutzen. Sonst wird es mit der gleichen App gemacht, die App HomePlus Security. Und das werden wir gleich sehen. Diese Kamera, wir hatten das schon mal gesagt, ist gleichzeitig Gateway für Sensoriken und Innensirene. Das werden wir gleich sehen. Ne? Verbindungsstruktur hier, 2,4 Gigahertz, Inside Gateway, aber auch LAN-Anschluss. Also wenn Sie da eine LAN-Dose haben, können Sie mit dem Kabel dran gehen, ist allemal besser. Das Pairing wird dann mit der App gemacht. Sie hat auch eine SD-Karte. Wenn Internet weg ist, dann funktioniert das und wird dann zurückgespielt. Ja, Innenkamera ist ordnungsgemäß nach Anleitung aufgestellt und angeschlossen. Wir verwenden das USB-Netzteil, was mitgeliefert ist, gehen in die App, wählen, neues Produkt installieren, tun, was da steht, haben die Anleitung gelesen. Auch hier werden Sie in Apple HomeKit getrieben, das heißt abscannen oder wenn das nicht funktioniert, kann man in diesem Vorgang sagen, mehr Info, Code zu Fuß eingeben. Das geht. Ne? Habe ich hier alles nicht abgelichtet. Wir könnten über das Thema einen ganzen Tag ausführlich sprechen. Ja, und wenn das gepasst hat, dann habe ich jetzt hier schon zwei Punkte. Links ist die eine Kamera, rechts ist die andere Kamera. Wir gehen mal auf Hauptmenü, Haussteuern, würden dann nachgucken, ob die im richtigen Zimmer steht. Ich habe hier das Wohnzimmer, da sind vier Geräte drin, gehen auf die Innenraumkamera, Firmware-Version, WLAN-Signal, alles top. Gehen in die Einstellung, wenn ich hochscrolle. Ah, guck mal, da kann ich mein Mikrofon einstellen. Ich kann sagen, ich möchte sehen, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Also wenn von draußen einer reinguckt, kann ich dann auf einer LED sehen, dass da gehackt wird, sage ich jetzt mal in Hochkomma. Ne? Und ich kann dann hier in diesem Menü, ich gehe nochmal zurück, habe ich jetzt hier nicht abgelichtet. Also in dem Hauptmenü gibt es den zweiten Punkt, Benachrichtigungen und Einstellungen. Da kann ich mein Profil bearbeiten. Und da bringe ich der Kamera bei, dass ich das bin. Ne? Und das muss die Kamera ein bisschen lernen. Und dann kann ich der Kamera auch sagen, wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich in der Zeit keine Meldungen bekommen. Also wenn man so einen Teil hat, dann spielt man erstmal die ersten 4 Wochen rum
und optimiert die Einstellungen. Sehen Sie, hier ist dieser Punkt Benachrichtigung und Einstellungen. Da gibt es den Punkt Profil bearbeiten. Ist mir, glaube ich, hier so ein bisschen verrutscht, stelle ich gerade mal fest. Worauf ich aber hinaus will, ist wieder die KI, die ich verbessern kann. Das ist die Innenkamera hier. Und da gibt es eben den Fall. Und das ist der schlimmste Fall. Wenn niemand zu Hause ist und wenn bekannte Personen zu Hause sind, ist auch schlimm, ne? Wenn dann ein Unbekannter kommt. Also das kann ich hier alles einstellen. Menschen, Tiere, andere Bewegungen, wenn niemand zu Hause ist, wenn jemand zu Hause ist, was soll die Kamera dann machen? Ja, aufzeichnen und benachrichtigen oder ignorieren oder was da alles so geht. Ne? Das ist schon irre. Ja, dann haben wir hier wieder unser Aktionsmenü für schnellen Zugriff. Ich habe die Innenraumkamera eingerahmt. Man sieht hier einmal, dass ich die Überwachung komplett abschalten kann. Man kommt hier in die Mikrofoneinstellungen. Hier ist die Sirene schon drin. Und da kann ich, und da, das werden wir nachher nochmal besser erkennen, wenn die Innenkamera eine Erschütterung sieht vom Türsensor, dann kriegt die das mit. Und wenn die Tür dann aufgeht und sie erkennt ein unbekanntes Gesicht, dann kann ich hier so eine Eingangsverzögerung einstellen. Wenn ich die Innensirene habe, dann kann ich das tun. Und das ist nichts anderes wie so eine Eingangsverzögerung bei Alarmanlagen. Also ich gehe dann in diesen 20 Sekunden zum Zentrale und gebe den Alarmanlagen in Sperrcode ein. Hier ist das ähnlich. Da kann ich also dann sagen, so innerhalb von 20 Sekunden musst du mich erkennen. Und wenn ich das nicht bin, dann machst du mal ordentlich Krach. Ja, dann geht's hier weiter. Wir haben jetzt hier oben das Menü hier oben. Da gehe ich jetzt hier drauf auf diesen Fall. Dann öffnet sich das. Und dann komme ich hier durch Schieben in diese Region rein, wo meine Familienmitglieder dann als bekannte Personen definiert wurden. So, smarte Tür- und Fensterkontakte. Ganz kurz Unboxing. Bitte nicht wie ich den Fehler machen. Ja, was mache ich schon mal? Batterien kann ich schon mal reintun. Die App sagt Ihnen nämlich irgendwann, mach die Batterien jetzt rein. Ich konnte sie also wieder rausnehmen. Die sagt die App, wenn du sie schon reingesteckt hast, bitte nochmal rausziehen. Also die Regel ist immer wieder lesen, was da steht. Ja, so. Und die zweite wichtige Regel ist, bitte kleben Sie diese Fensterkontakte noch nicht an die Fenster. Sie werden nachher sehen, ich habe es in der App jetzt abfotografiert, warum das so ist. Da sind Batterien drin, die eine Zeit lang halten. Es ist wasserdicht, ist also auch für die Gartentür interessant draußen, für die Gartenhaustür. Und sie haben da nicht nur eine Vibrations- und Bewegungserkennung drin, sondern auch eine Fensteroffen- oder Geschlossenerkennung drin. Und da kriegen Sie mit, dass das Fenster vielleicht noch aufsteht. Ja, und mit unserem smarten Schalterprogramm könnten Sie dann per App mindestens die Rollade runterfahren, bis Sie dann abends wieder da sind, um bei Regen vielleicht nicht so den Schaden zu haben. Ja, es ist für Außen und Innen. Wir haben eine Funkverbindung, Achtung, liebe Funkfans, von 868 Megahertz zur Innenraumkamera. Da sollte man also die Funkregeln beachten und nicht erwarten, dass durch drei Betondecken da noch was ankommt. Also man sagt immer so, pro Etage müsste dann eine Innenraumkamera sein, um eine ordentliche Verbindung zu bekommen. Sie können pro Kamera 12 Sensoriken anschließen. Ja, was haben wir hier? Also das ist jetzt wieder zum Nachlesen. Wir können diese Fensteroffenerkennung in der App aktivieren. Das zeige ich Ihnen gleich. Wir müssen, auch das zeige ich Ihnen gleich, diese Fensterkontakte kalibrieren oder andersrum in der Empfindlichkeit einstellen. Ja, und das gucken wir uns in der App gleich an. So, hier sehen Sie das nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Funkverbindung haben. 868 Megahertz und diese Kamera eben die Gateway-Funktion hat und deshalb diese Dinge hier nicht funktionieren. Ne? Also hier habe ich stehen, 12 Sensoren pro Innenraumkamera. 3 sind immer in einer Bestellung drin, soweit ich das weiß. Gut, ganz wichtig, noch nicht montieren. Es muss eine Innenraumkamera da sein. Batterien erst einlegen, wenn sie dazu auffordert die App. Und jetzt zeige ich Ihnen das mal einmal hier, damit Sie mal sehen, wie das aussieht. Wir gehen jetzt ins Hauptmenü, sagen neue Produkte installieren, blättern in den Fotos rum. Hier waren wir eben. Dann sage ich hier Fensterkontakte beginnen und dann steht da schon Fensterkontakt neben die Kamera stellen. Ne? Und dann sagt die App nach und nach Batterien anlegen. Das macht die für jeden Sensor, einlegen. Und dann wird gefragt, wohin? Ja, Küche,
Laborhausfenster 4b. 4b ist die letzte Zahl von meiner MAC-Adresse. Und dann bin ich da wieder, wo wir mal grundlegende Informationen über das Produkt kriegen, zum Beispiel die Firmware-Version. So, und wenn ich jetzt sage, Benachrichtigungen, Einstellungen anpassen, Hauptmenü, Sensorik, nehmen wir mal die Tür 67, dann kann ich hier sagen, benachrichtige mich bitte nach 5 Minuten, wenn das Fenster aufgeblieben ist. Das kann ich hier aktivieren und dann kann ich hier in diese Zeitschraube rein und diese 5 Minuten da festlegen. Aktionsmenü für schnellen Zugriff. Achtung, aufmachen. Und jetzt kommt's, da kommt's ja nicht drauf. Mal etwas länger auf dieses Symbol drücken, dann öffnet sich nämlich ein Untermenü. Und da steht, wie soll er sich verhalten? Geräteeinstellungen. Irgendwo in den Tiefen des Menüs werden Sie sehen. Verzögerungszeit, bla bla bla, geht es nicht drum. Sie können nicht alles machen hier, aber was jetzt wichtig ist, ist das Kalibrieren. Das finden Sie, indem Sie hier länger drauf drücken. Und dann passiert da etwas. Dann kann ich hier auch, wenn ich dann hochscrolle wieder, die Empfindlichkeit. Also ich habe da immer so eine Schwarzdrossel, die da manchmal vor meinem Fenster fliegt. Ne? Ich habe da jetzt was vorgeklebt, weil es schade. Die belebt sich zwar wieder, aber ich befürchte irgendwann nicht mehr. Kannst du jetzt hier und dann ist natürlich immer Alarm und dann kannst du hier die Empfindlichkeit einstellen. Also das ist auch interessant, wenn es dazu zu Fehlalarmen kommt, sag ich mal. Und wenn ich jetzt hier kurz drauf tippe, dann springt er in diese Zeitleiste, in die Aktionsleiste und sagt mir zu einer bestimmten Zeit, was die Aktivität war. Und hier steht zum Beispiel, Tür ist immer noch offen. Ne? Ja, Sirene, weiß gar nicht, ich gucke nochmal auf die Uhr. Sirene. Verpackung lesen, Sirene noch nicht montieren. Die soll also, wenn da ein unbekanntes Gesicht reinkommt und nach 20 Sekunden macht die richtig Lärm. Da gibt es noch eine schöne Sache drin, die verrate ich Ihnen gleich. Also passen Sie auf Ihre Ohren auf. Ist nur für den Innenbereich gedacht, für Decken- und Wandmontage geeignet und sollte so versteckt sein, dass der Verbrecher sie nicht sieht und von der Wand reißt und vielleicht in einen Wassereimer schmeißt. Und soll eigentlich Vandalismus verhindern. Also er soll sich richtig erschrecken. Außenkamera hat ihn schon gesehen. Die Sensoren haben ihn schon bemerkt. Und jetzt kommt er ins Haus rein. Die Innenraumkamera erkennt ein unbekanntes Gesicht und die Sirene fängt an, sodass er dann vielleicht vertrieben wird. Hier so ein Mensch, wie man ihn hier sieht. Ja, Sie bekommen die Videoaufzeichnungen und wenn Sie es eingestellt haben, würde die Sirene automatisch auslösen. Verbindung zur Kamera. Deshalb keine Sirene ohne Kamera über Bluetooth Low Energy. 2,4 GHz Einrichtung mit der App Home Security haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ist so, wenn Internet ausfällt, dann arbeiten die trotzdem zusammen, die beiden. Die Aufzeichnung läuft auf die SD-Karte, ist Internet wieder da, wird zurückgespeist. Also da geht nichts verloren. Und bei der Installation, ganz, ganz wichtig, Batterien einlegen, wenn die App dazu auffordert und bitte noch nicht montieren. Wichtig ist wieder, wir gehen ins Hauptmenü, sagen neue Produkte installieren, suchen die Sirene und folgen den Anweisungen. Hier sieht man mal wieder das Beispiel, wie schön das beschrieben ist. Hinlegen neben die Sirene, Batterien reintun. Ja, dann irgendwann ist das Ganze passiert, sie ist im richtigen Raum. Und wir schauen nochmal in die Einstellungen rein der Sirene. Und da kann ich, hier habe ich es mal gezeigt, eine Deaktivierungserkennung machen. Das heißt, ich kann dann diese Eingabeverzögerung einstellen, wenn ich das möchte. Und jetzt gibt es ein ganz tolles Ding, das nennt sich Geräuscheffekt-Lautstärke. Dieser Screenshot ist schwarz, weil ich da, glaube ich, das mal schwarz hatte in meinem Apple. Ich wollte es jetzt nicht wieder auf weiß machen, also das hat jetzt nichts zu sagen. Und da gibt es eine Geräuscheffekt-Lautstärke. Zum Beispiel Hundegebell. Und jetzt wird es gut, wenn Sie nämlich hier oben in dem 3-Punkte-Menü auf das Geräusch Sirene gehen, dann öffnet sich hier ein Untermenü. Ein sehr lauter Alarm, bellender Hund, weines Baby, Staubsauger, piepen. Und dieser bellende Hund, wenn Sie den jetzt anklicken, dann ist das wie ein Hund. Und ich gehe nochmal zurück. Ups, hier konnten Sie diese Geräuscheffekt-Lautstärke jetzt einstellen. Und Sie wundern sich, Sie glauben echt, hier es kommt von oben so ein Hund runter, ne? So ein richtig großer. Also das ist schon lustig, das müssen Sie dann einfach mal ausprobieren. Also das ist alles möglich, um auch vielleicht Eindringlinge, wenn man dann im Obergeschoss schläft und unten etwas hört, zu vertreiben. Das, glaube ich, ist nicht mehr so, wie Sie es hier sehen. Das sind etwas ältere Bildschirmfotos.
Aber im Grunde genommen kriegen Sie die Meldung, Sirene, Geräusch ausgelöst, bitte willst du es wieder beenden? So in der Art sieht das aus. Ich habe jetzt das einfach mal drin gelassen, weil es hier ums Prinzip geht. Ja, die Sirene kann also bestimmte Geräusche absetzen, ne? So, dann gehen wir nochmal hier vorne auf das Menü hier mit dem Pfeil. Wir tippen hier nochmal drauf und sehen dann genau, dass die Sirene vielleicht im Moment gar nicht eingeschaltet ist. So, letzter Punkt. Unser Sicherheitssystem ist der smarte Rauchmelder. Wir sind ganz gut in der Zeit. Und wie gesagt, das können Sie sich alles nicht merken. Sie bekommen eine Aufzeichnung. Meine Regel ist immer, was Sie gehört und gesehen haben, danach suchen Sie auch. Und vielleicht macht es Ihnen, es ist immer so ein bisschen Dampf auf dem Kessel, aber nützt ja nichts. So, smarter Rauchmelder auspacken. Der funktioniert nur, wenn das Ding wirklich montiert ist. Der braucht diese Grundplatte. Wir haben einen ziemlich lauten Alarm. Wir haben eine 10-Jahres-Batterie drin. Die Rauchmelder sind, wir können unendlich viele Rauchmelder setzen, sind aber untereinander nicht vernetzt. Das muss ich sagen. Die Vernetzung läuft über das Smartphone. Jeder Rauchmelder meldet zum Smartphone. Sprich, wie ich schon vielleicht sagte, Nudeln stehen am Herd, Sie sind gerade rausgefahren und Sie kriegen mit Alarm, ne? Rauchalarm in der Küche oder Rauchalarm im Wohnzimmer, wie auch immer. Und aber untereinander machen die nichts. Das heißt, wenn das Smartphone leer ist und der untere Melder meldet Rauch, der kriegt das der obere Melder nicht mit. Das ist so. Es wird immer wieder gefragt, ne? Und Sie haben am Melder Möglichkeiten zu bedienen. Kurzklick, Langklick. Sie haben eine Fernbedienung in der Nähe des Rauchmelders mit dem Smartphone. Sie können die LEDs haben eine bestimmte Farbe. Wenn der schön vor sich hin blinkt, ist alles okay. Wenn er schnell blinkt, hat er Rauch erkannt. Und wenn er blau leuchtet, dann wurde er gerade eingeschaltet. Der Rauchmelder braucht kein zusätzliches Gateway. Er wird direkt mit dem WLAN verbunden. Und hier geht es nicht um Rauchmelder. Theorie, bestimmte Räume sollten keinen Rauchmelder sehen. In der Küche macht vielleicht Sinn, mit Temperatursensoren zu arbeiten. Rauchmelder sollten mindestens 50-50 aus der Ecke entfernt montiert sein. Ne? Die Anzahl ist unbegrenzt, das sagte ich schon, steht hier unten rechts. Ihre Präsentation zum Nachlesen. Ja, was heißt eigentlich ohne IT-Kenntnisse einzurichten? Ich beziehe mich damit immer auf diesen Fernzugriff, ne? Im Privathaushalt musste man ja früher sowas immer der VPN machen. Das ist natürlich im Business ist das nicht wegzudenken, so eine VPN, aber im Privathaushalt braucht man so eine VPN nicht mehr. Das war ja immer diese Angst, die man hatte. Heute organisiert die Cloud den Fernzugriff und das ist da so ein bisschen mit gemeint. Na, wenn Sie so ein paar Dinge wissen, gehen Sie nicht so gerne in den Router rein vom Endkunden, aber die Endkunden, dann Sie müssen da vielleicht auch mal die 5 GHz ausschalten, ne, oder die 2 GHz einschalten und 5 einschalten. Aber im Grunde genommen ist das relativ einfach. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Bluetooth Energy Fernbedienung, 2,4 GHz Inside Gateway ist Internet weg, kriegen Sie es hier nicht mehr mit, aber die Großmutter, die auf dem Sofa Fernsehen guckt, die hört es trotzdem. Aber das funktioniert dann nicht mehr. Installieren Sie smarte Rauchmelder dort, wo Sie guten WLAN-Empfang haben. Bitte Anleitung lesen und die müssen jetzt wirklich montiert sein. Also das können Sie nicht einfach so auf dem Tisch machen. Die App haben wir längst. Wenn Sie sich einen Rauchmelder kaufen, dann muss die natürlich geladen werden, registriert werden, wie auch immer. Und jetzt gehen wir mal rein. Wir haben das jetzt hier wieder gemacht. Neue Produkte installieren. Das zeige ich jetzt nicht nochmal. Wir gehen mal ins Haus steuern. Da habe ich im Wohnzimmer montiert unseren Smart Smoke Alarm. Und da sieht man, dass ich diesen Rauchmelder zurücksetzen kann und mitnehmen kann in die nächste Wohnung. Ich kann mal unter Haus steuern, Wohnzimmer gucken, kann mir die Firmware-Version angucken und das WLAN-Signal. Wir haben hier Benachrichtigungen und Einstellungen. Da kann ich mich dann erinnern lassen, jährlich, dass ich mal prüfe oder halbjährlich. Es gibt noch mal eine schöne Einstellmöglichkeit. Schaut her. Schnelles Menü. Länger draufdrücken. Kann ich den testen. Ja. Das mache ich hier drüber dann wieder über unseren Länge. Aber einfach mal draufdrücken, was da so passiert. Und dann wird der getestet. Das mache ich dann aber in der Nähe des Rauchmelders. Das kann ich nicht von draußen machen. Und dann gibt es noch eine schöne Einstellmöglichkeit. Schaut her, wir gehen hier oben auf das Menü für schnelles Ändern, die drei Punkte. Und da gibt es hier den Geräuschrauchmelder.
Und den kann ich für 15 Minuten deaktivieren. Wenn ich dann so ein Barbecue im Wohnzimmer mache, so auf dem heißen Stein und es qualmt und ich dran denke, dann kann ich mal eben so, ne, in der App für 15 Minuten automatisch kommt der wieder. Diesen, wie heißt das, dieses Geräusch von ihm, also das in 85 dB Alarm abschalten. Ja, so, das ist das, was ich, ja, da sind wir so gut wie am Ende. Kleine Zusammenfassung hier, dann gucke ich nochmal ins Kontrollzentrum, ob sie alle noch da sind und die Kondition haben, jetzt vielleicht auch nochmal eine halbe Stunde Energy zu machen. Liebe Elektriker, bieten Sie immer das komplette System an. Ja, irgendwie hängt das ja alles zusammen. Also die Innenkamera spricht mit der Außenkamera. Ne, die Innenraumkamera braucht, oder andersrum, die Fenster- und Türsensoren und die Innensirene brauchen die Innenraumkamera. Es ist ein ganzes tolles System. Der Kunde kann sich rauspicken, was er möchte. Mein Tipp: Fangen Sie mit der Außenkamera bei sich zu Hause an. Jetzt gerade mal an die Menschen gesprochen, die nicht smart leben und die nicht so sicher sind in der Beratung. Es ist nicht schwer. Lassen Sie sich von unserem Außendienst beraten, von unserer Technik beraten. Ne? Netatmo Pro ist ein Produkt, lieber Großhandel, wenn ihr mir zuhört, wo Sie am Smart Home Markt ganz einfach mitmachen können, ne? Was sonst beim Endkunden, weil sich keiner um ihn kümmert, im Onlinehandel verloren geht. Und ich sage mal, mit Netatmo Pro, unseren smarten Sprechanlagen, unserem Zweirad Smart Home System My Home und unseren smarten Schalterprogramm, ja, ist Legrand eigentlich schon mit seinen ganzen tollen kleinen Einsteigerlösungen, also nicht Insellösungen, das erkläre ich auch so ein bisschen in meinem Smart Home Webinar, eigentlich ein toller Komplettanbieter für ein wirklich preiswertes, kostengünstiges, schon Smart Home Haus, ja, was den Titel auch wert ist, ja. Ja, ich müsste die Präsentation jetzt wechseln. Ist jetzt ein bisschen schwarz geworden, keine Sorge. Ich würde jetzt nochmal mir Handzeichen freuen, wenn Sie wirklich dabei sind und uns die letzte halbe Stunde jetzt mal Energy angucken. Ja, ich sehe ein paar Hände, ich würde mich noch über ein paar mehr freuen. Also klatschen müssen Sie jetzt nicht unbedingt, aber man hört mir zu und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt ohne Pause, so mache ich das immer, in das Thema, wo ist denn? Hier. Energy hier. So. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Das haben wir schon. Wie gesagt, es brauchen jetzt nicht mehr ganz so lange. Trink mir kurz was. Wenn wir jetzt voneinander säßen, ja, könnte man jetzt eine kleine Pause machen und ein bisschen diskutieren über das Thema, aber das ist online, hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Ich gucke mal ins Fragenzentrum hier, da ist auch ziemlich ruhig. Und wir gehen jetzt ins Kapitel 2. Ich freue mich auf die zweite Runde hier. Das erste haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir ins Kapitel 2. Wir heizen. Und das Thema Heizen, brauche ich keinem sagen, ist im Moment ja mit dem ganzen Energiediskussion eine ganz schöne Sache geworden. Wir gucken zum Schluss hier nochmal rein in das Thema ja, Interoperabilität. Was ist denn das wieder für ein komisches Wort? Ich hatte es heute schon mal gesagt. Das ist das Fremdwort für die Zusammenarbeit. Und in einem echten Smart Home, ja, da arbeiten Produkte untereinander. In einem echten Smart Home arbeitet man mit Master-Apps. Und so weiter und so weiter. Alles Thema Smart Home, wie erkläre ich es meinem Kunden, nur zu empfehlen. Sicherheit fertig, das haben wir nicht. Wir gehen jetzt in die Box Temperatur und da geht es im Grunde genommen um zwei Produkte. Das ist einmal ein Thermostat, es gibt ja noch andere bei uns, aber wir sprechen heute über dieses hier, was direkt den Kessel steuert, die Wärmepumpe, wie auch immer. Und es geht um diese Thermostate, die quasi auf die Heizkörper gesetzt werden, also ein normales selbstregendes Thermostat mit der 0 Sternchen 1 bis 5, das kennen Sie alle, direkt ausgetauscht werden kann. Dies ist, wenn man eine eigene Therme hat, einen eigenen Zugriff auf seine Heizquelle hat und das ist eben dann, wenn man mit einer Zentralheizung arbeitet. Und die möchte ich Ihnen mal vorstellen. Wir nennen das Ganze Starterpaket 1 mit dem Smarter Thermostat und Starterpaket 2 mit Heizkörperthermostaten. Warum nennen wir das Starterpaket? Weil in einem Starterpaket ist das Gateway drin. Hier haben wir eine Produktlinie, da gibt es keine Inside-Gateways. Da muss das Gateway, das ist jetzt so ein bisschen größer wie eine Zigarettenschachtel, müssen wir eine Steckdose opfern. Sie kennen auch andere Gateways, die sind manchmal richtig groß, das sind richtige Trümmer, die immer auch irgendwo im Weg stehen, LAN-Anschluss haben und, und. Hier brauchen wir eine Steckdose. Ja, und dieses Gateway sollte dann in die Nähe des Routers. Also, wir fangen an, es ist viele, viele Folien, die wir jetzt einfach gleich überspringen, weil ich habe immer so getan, als wenn ich über jedes Kapitel alleine spreche.
Ich werde die App Energy, es gibt hier noch die Native App Atmo Energy, also die Mutter-App, die wir immer noch brauchen für die Einrichtung. Zeitpläne werden schon mit der sogenannten Home Plus Control gemacht. Sie werden verwiesen. Die Profis von Ihnen, die unser Schalterprogramm kennen, ja, zum Beispiel Valena Live, kennen die Home Plus Control. Das ist die zweite Master-App jetzt, die in diesem Jahr an den Start geht. Angefangen im Schalterprogramm Valena Live und in Atmo und auch immer mehr Funktionen aufnimmt. So, und diese Zeitpläne, die werden hier schon mit der Home Plus Control gemacht. Ne? Wir lernen hier allerdings die Native App ein bisschen kennen, welche Grundeinstellungen Sie machen können. Ich glaube, dass diese Grundeinstellung irgendwann auch mal in den Master Apps verankert ist. So, jetzt gibt es hier eine Erweiterung, das heißt, habe ich dieses Starterpaket gekauft oder dieses hier, dann kann ich hier 18 Thermostate nachkaufen. Also ich kann so ein Einfamilienhaus oder ein Bürogebäude mit maximal 20 Heizkörpern machen. Dann brauche ich ein zweites Gateway und ich kann hier nochmal zusätzlich 10 Heizkörper steuern. Das heißt, ich gehe mit dem Thermostat auf meine Therme, habe aber trotzdem die Möglichkeit, auch nochmal, warum auch immer, 10 Heizkörper zu steuern. Fangen wir mit dem, ach so, das wollte ich noch sagen. Wir haben, wer uns kennt, nochmal ein modulierendes, smartes Thermostat mit Gateway im Programm, was mit dem sogenannten Open-Therm-Protokoll kommuniziert. Dieses Protokoll ist bei uns, unseren bekannten Heizungsherstellern in Deutschland nicht das Thema. In anderen Ländern ist das ein richtig großes Thema. Also ich sage mal Viessmann, Buderus, Wolf. Hier in Deutschland ich habe sowieso die Meinung, dass wenn Sie heute eine neue Anlage kaufen, mit so einem Thermostat nicht dazwischen kommen, weil die Hersteller natürlich ihre eigenen Thermostate verkaufen und auch die Garantie natürlich dann gewährleisten. Aber denken Sie mal, und das werden wir gleich sehen, an die vielen Thermen, die irgendwo laufen, ohne Thermostat, aber die Möglichkeit haben, da ist also Zusatzgeschäft zu machen, lieber Elektriker. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht unbedingt der Heizungsfachmann, aber der kennt sich auch nicht immer so gut aus, ne? Da müssen dann die Buderus-Leute auch kommen und die Feinerstellung machen. Also Sie können da einfach mal rechts und links gucken und ein schönes kleines Zusatzgeschäft generieren mit solchen einfachen Einsteigerlösungen, die auch nicht unbedingt viel Geld kosten. Ne? So, zwei Einsteigerpakete hier. Einmal das Thema, ich mache hier wieder rot. Das ist für die direkte Kesselsteuerung, Gateway dabei. Und hier haben wir das Starterpaket und jeweils können wir dazu Zubehör dran bauen. Die App, die wir dafür brauchen, das sind mittlerweile schon jetzt zwei. Einmal die sogenannte Native App, die Mutter-App, wo ich die Einrichtung mitmachen muss. Und wenn das alles eingestellt ist, ja, ich will wissen, wann das Fenster auf ist und so. Und was die Kalibrierung der Thermostate, das zeige ich Ihnen gleich alles. Dann können Sie die vergessen und machen das Ganze mit der Home Plus Control. Ja, Unboxing, auspacken. Das ganze Strippengedöns hier, das gucken wir uns gleich mal so ein bisschen an. Da haben wir so ein bisschen Design und Batterien und noch nichts reinlegen. Ne? Das App sagt es wieder, das ist immer die gleiche Geschichte. Wir haben ein sogenanntes A-Paper-Display, energieeffizient, optimale Ablesbarkeit, auf den Kopf gestellt, ist trotzdem richtig rum. Batterien, die eine Zeit lang halten. Und jetzt kommt der erste Punkt. Wir sprechen hier vom Relais und meinen eigentlich das Gateway. Also so reden die Netatmo-Leute. Und wir haben im Gateway, im Relais ein Relais und hier ein Relais. Mit kleinen Schaltleistungen. Also Sie können ja keinen Heizlüfter mitschalten. Und wir gucken uns mal an, wofür hier ein Relais drin ist und wofür da ein Relais drin ist. Wenn wir uns nämlich gleich die Anwendung mal anschauen. Es gibt also neue Anlagen, glaube ich nicht, dass sie dazwischen kommen. Aber jetzt haben wir mal so ein 6, 7 Jahre altes Haus da, oder ein ganz altes noch vor, die fallen ja bald, die werden ja bald ausgetauscht, aber ich sag mal, da läuft noch so ein Thermostat mit einer analogen Schaltuhr. Das heißt, wenn dieses analoge Schaltuhr-Thermostat oder einfach nur Klick-Klack gibt es ja auch mit Temperaturrädchen. Da liegen ja schon zwei Drähte zum Kessel. Das heißt, dieser Heizkessel, das ist eine Therme von mir aus, ist in der Lage, hier über diese zwei Drähte die Pumpe ein- und auszuschalten oder ich sag mal, den Gashahn zuzudrehen, sage ich jetzt mal einfach gesprochen. So, und dann wird dieses Thermostat an die Wand gesetzt oder an die Wand gesetzt, wo dieses alte Thermostat saß. Die zwei Drähte gehen zum Kessel und jetzt nutze ich das Relais hier drin. Und das Gateway ist mit 868 Megahertz hier verbunden, funkt hier mit 2,4 Gigahertz zum Router wieder. Und das Thermostat sagt jetzt, hey, ist zu kalt. Ja, dann klick, wird der Ofen eingeschaltet. Und jetzt kommen wir an den Fall, da gibt es einen Heizkessel in der Etage,
Aber die Leute, die da wohnen, haben über so einen Thermostat nie nachgedacht, warum auch immer. Deswegen liegen auch diese zwei Drähte nicht. Und jetzt gibt es dieses Gestrüppengedöns, was wir eben gesehen haben. Zack, zack, zack. Dann montierst du das Gateway in der Nähe des Heizkessels, legst die zwei Drähte auf die Klemme 1-2 AB oder wie sie auch immer heißt, von mir aus in Absprache mit dem Heizungsmonteur oder mit dem Schornsteinfeger. Und dann habe ich das Relais hier im Gateway genutzt. So, das funkt mit 2,4 GHz zum Router, mit 868 MHz zum Thermostat. Also wir haben, sagen wir mal, so ein Vier-Familienhaus. Jede Wohnung hat in so einer Nische seine Therme. Ja, und da passt das wunderbar. Und dann kann ich, wenn beide morgens das Haus verlassen, berufstätig sind, mit meiner App so programmieren, dass abgesenkt wird, ja, von der Temperatur her oder dass der Kessel erst gar nicht läuft. Den lasse ich für 5, 6 Stunden aus. Die Bude ist gut isoliert. Da habe ich höchstens einen Temperaturabfall von 1, 2 Grad. Und wenn ich dann um 15 Uhr im Überprogramm wieder einschalte, dann habe ich es um 17 Uhr wieder schön mollig warm. Ja, sage ich jetzt mal, wenn es so bleibt in Zukunft. Das ist ja alles ein bisschen blöd. So, wichtig ist, dass man diese sogenannte Systemkompatibilität überprüft. Bei so einer Sache ist das ganz klar. Hier muss man ein bisschen gucken. Aber ich sage mal, ganzen Altanlagen, da können Sie ein Energiesparangebot machen, sag ich mal. Ne? So, ja, nur für den Innenbereich. Nachrüstung, toller Markt. Und da ist der Markt nach meiner Ansicht. Ja, Sie können pro Haus mehrere Thermostate setzen bis zu 10. Das heißt, Sie haben eine Einliegerwohnung mit einer eigenen Therme, wie auch immer. Ja, ist geeignet für Gas, Öl und Wärmepumpen. Ist für eine verdrahtete oder auch drahtlose Installation gedacht. Ja, verdrahtet würde das Thermostat hier würde das Relais benutzt. Für unverdrahtet würde das Relais im Gateway benutzt, was ich unten am Kessel montiert habe. Keine IT-Kenntnisse, also dieser Fernzugriff, der wird automatisch hergestellt. Wir haben wieder eine künstliche Intelligenz, da werden wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Wer also Spaß an der Sache hat, der kann da noch so ein bisschen rausquetschen. Dieses Thermostat berücksichtigt nämlich die Außenisolierung, also die Wärmeträgheit des Hauses und auch die Außentemperatur. Über Standortfreigabe holt sich dieses Thermostat die Wetterdaten, ja? Und berücksichtigt das so ein bisschen. Also da kommt es jetzt nicht auf den Grad an, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich minus 10 Grad in meiner Wetter-App zeigt oder plus 10 Grad in der Wetter-App zeigt. So, Fernsteuerung möglich mit Tablet, Computer, Smartphone, das hatten wir die ganze Zeit. Und um diese Programmerstellung zu machen, da werden ganz einfache 5 Fragen gestellt, um so einem Standardprogramm zu kommen. Und was man dann aber auch jederzeit wieder verändern kann. So, 868 Megahertz. Dran denken, Funkregeln einhalten, 2,4 GHz, ganz klar. Wichtig ist Übersteuerbarkeit, so nennt man das in der Smart Home Beratung. Den Kunden ist wichtig, wenn Internet ausfällt, dass die Hütte nicht kalt ist und das Thermostat, Raumthermostat bleibt dort stehen vor Internetausfall und man kann es dann, sagen wir, es war im Frostschutz, ne? Man kommt zum Ferienhaus und kann dann am Thermostat bedienen, dass es warm wird. Ne? Also da braucht man keine Angst haben. Also ein Offline-Betrieb ist möglich. So, erste Schritte. Folge den Anweisungen in der App. Das Thermostat ist ordnungsgemäß angeschlossen. Ich brauche WLAN. Haben wir alles gemacht. Ist immer das Gleiche. Ich brauch die App. Wir nehmen das gleiche Konto, wie wir es eben benutzt haben von der Energy. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, das ein bisschen Geduld, sage ich auch immer. Ne? Es geht nicht immer so schnell. Wenn dann das Relais den Thermostaten doch noch nicht findet, nach 5 Minuten Kaffee getrunken hat, dann ist es auf einmal da und alle sagen immer, jetzt geht's, ich habe gar nichts gemacht. Und jetzt gibt es hier Startbildschirm, einmal die Raumtemperatur, das, was ich möchte und das, was er misst. Ich habe hier unten so Schnellzugriff, Frostschutz, Haus verlassen, dann senkt er ab, kann ich alles einstellen. Und das ist jetzt diese Native-App Energy und da gibt es hier oben Geräteeinstellungen, da gehen wir jetzt mal rein, das ist das Hauptmenü. Und da gibt es einmal Gateway, heißt hier Relais, und einmal das Thermostat selber. Schauen wir mal ins Gateway. Was können wir denn da sehen? Ja, kann ich identifizieren, also ich kann es blinken lassen. Ich sehe das Wi-Fi-Signal, ich sehe die Firmware-Version, ja, und so weiter und so weiter. Und jetzt gehen wir mal ins Raumthermostat selbst. Also über Wohnzimmer finde ich das. Dann kann ich das verschieben, ne? Kann den Batterieladezustand sehen. Und jetzt kommen wir in die Planerstellung. Was mir jetzt hier wichtig ist, Achtung, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt auf meinen Plan gehen, das ist bei den Raumthermostaten hier
die sind jetzt in der Umstellung. Also bei mir ist es schon so, wenn ich sage, mein Plan, dann werde ich in die sogenannte Home Plus Kontroll verwiesen. Nichts Gefährliches, Home Plus Kontroll laden, anmelden, weil es gibt sie ja schon in der App. Und dann kommt man an die richtige Stelle, ein Heizprogramm zu erstellen. Ich sage also hier neues Programm. Da muss ich dem neuen Programm einen Namen geben. Hier oben steht jetzt Test. Ich kann also zwischen den unterschiedlichen Programmen hin und her schalten und dann beginnt das Programm, den Anwender zu führen. Wann stehst du denn auf und wann gehst du zu Bett? Bleibst du tagsüber zu Hause oder gehst du weg? Ja, nein. Bist du zum Mittagessen zu Hause? Nee. Wie sieht das denn samstags und sonntags aus? Und, und. Und wenn man das alles beantwortet hat, dann stellt man nochmal die ideale Wohnzimmertemperatur ein, die ich aber auch wieder später ändern kann. Da sage ich jetzt hier mal 21 Grad und weiter. Und dann sagt die App, hurra, hurra, du hast diesen schönen Zeitplan erstellt. Und in diesem Zeitplan kann ich hier meine Temperaturen verändern. Es gibt vier Temperaturen. Das ist das Eco, Haus verlassen. Das ist Komfort, tagsüber da, Komfort Plus. Ich sage jetzt mal, wenn die Schwiegermutter kommt, die friert noch ein bisschen mehr und Nachtabsenkung. Diese Temperaturen kann ich in sich verändern. Und ich kann auch neue Temperaturen hinzufügen. Das ist hochinteressant. Das zeige ich Ihnen später, um eine richtig tolle über die Wochentage Flexibilität in den Räumen zu haben. Hier leben Sie ja mit vier Temperaturen. Aber ich kann mir meine eigene Temperatur für mein Arbeitszimmer oder fürs Gästezimmer hier nochmal angeben. Und dann kann ich, wenn ich sage, ich will hier nochmal Temperaturen verändern, dann gehe ich hier rein. Ne, Komfort und dann sehe ich meine Räume und kann hier über diesen Schieberegler dann die von mir eben gewählte 21 Grad nochmal verändern. Ja. Ja, und in der Home Plus Control, das ist jetzt die App, wo ich mit anwende, nicht die Native App, wo ich mit einrichte, sehe ich dann neben meinem, wo ich Licht schalten kann, auch immer meine Raumtemperatur angezeigt, wie ich es hier mit diesem Bildschirmfoto mal angedeutet habe. Ja, hochinteressant im Hauptmenü ist das Thema Graph. Da kann ich so ein bisschen gucken, ist mein Haus gut isoliert, meine Wohnung gut isoliert, ziehen die Fenster, warum ist das so? Sie haben einmal in diesem Graph über Monate, übers Jahr raumbezogen, die sogenannte gemessene Temperatur und die Temperatur, die ich mir wünsche. Und diese Hysterese, also Hysterese heißt ja, um wie viel schwankt die Raumtemperatur, die jetzt eingestellt wird, um den wirklichen Wert, kann ich hier ablesen. Das ist das eine, kommen wir noch drauf. Aber das andere, was mir gefällt, ist diese roten Balken, die Sie hier sehen, die zeigen hier bei dem Thermostat an, einfach, das ist die Laufzeit des Brenners in einer Stunde. Einfach. Wenn der auf 100% stehen würde, dann steht das Fenster auf, dann ist die Heizung den ganzen Tag belaufen. Und je weniger die natürlich läuft, um diese Temperatur zu halten, also andersrum, wir könnten jetzt mal hier auf 26 Grad gehen, dann würde der natürlich länger laufen müssen. Idealerweise, es ist warm und der Brenner läuft nicht. Ganz schlecht ist, er läuft 100% und die Bude wird nicht warm. Dann kann das die Ursache Fenster aufhaben, schlechte Isolierung, wie auch immer. Also hier kann man mal sehen, wie ist denn die Laufzeit? Wie kann ich die Laufzeit vielleicht? Ich senke einfach mal einen Grad, dann kann ich hier mit der Laufzeit spielen und Laufzeit heißt Gas, ja, Energie. Tolle Sache, dann kann man so ein bisschen beobachten. Ne? So, und jetzt geht's los. Ich will das immer weglassen, dann lasse ich es weg und dann schreiben die Leute, warum hast du mir das nicht erklärt? Dieser Thermostat hat Algorithmen. Algorithmen ist nichts anderes wie eine Intelligenz und der Thermostat entscheidet anhand von Parametern, ja, den Heizkessel ein- oder auszuschalten. Diese Parameter, das können gemessene Umgebungstemperatur sein, gemessene Heizdaten, also die Wärmeträgheit, Außentemperaturen, was da alles einspielt. Es ist nicht so einfach. Fakt ist, dieser Thermostat und auch diese Thermostate, das kann man in der App einstellen. Die App meldet nach einem Jahr, du, ich habe da was eingestellt, möchtest du das beibehalten? Ne? Hat nämlich den Hysterese-Algorithmus und wenn man keine Ahnung hat, sage ich immer, lasst es dabei. Und die sich auskennen, die können den sogenannten hochentwickelten PID Algorithmus einstellen. Den findet man aber erst, wenn dieses Thermostat eine Zeit lang einen Winter gelernt hat. Wo finden wir das? Geräteeinstellungen, Raumthermostat, in den Einstellungen, das zeige ich euch jetzt hier, findet man dann diesen Ausschnitt und da kann ich im Moment hier auswählen Hysterese oder PID nach einer Zeit. Bin ich in diesem Hysterese-Modus, da könnt ihr euch an den Graphen eben erinnert, und möchte jetzt 0,2 Grad Hysterese haben, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss,
Je kleiner die Hysterese, desto öfter geht der Ofen an und aus. Wenn ich aber sage, ich kann ja mit einem Grad Hysterese leben, also bei 21 Grad macht er aus, bei 19 Grad macht er wieder an, dann läuft der Ofen nicht so oft, also wird der Ofen nicht oder der Brenner nicht so oft ein- und ausgeschaltet. Also mit der Hysterese kann ich hier verändern, um wie viel Grad soll meine Raumtemperatur schwanken. Und jetzt kommen wir mal zu diesem hochentwickelten PED-Algorithmus. Irgendwann sagt die App, ich habe umgestellt. Und das ist das Gefährliche. Hier geht's um Erfahrungswerte. Und beim PED-Algorithmus, da kommt jetzt nicht nur die Hysterese ins Spiel, sondern auch eine Mindestzündzeit und eine minimale Heizzeit. Heute, nehmen Sie mal so ein Brennwert Öl, sag ich mal. Da ist es ja so, dass die nicht mehr mit 0% und 100% laufen, sondern die modulieren. Wenn die Anlage, warum auch immer, Außenfühler, bla blub, nur 30% Leistung braucht, weil es ist jetzt draußen 11 Grad plus und nicht 11 Grad minus, dann braucht er nicht so viel Wärme. Und dann dann läuft der Kessel auch nur mit 30%. Und diese Brennwerter, sag ich mal, die brauchen eine Mindestzündzeit und müssen auch eine gewisse Zeit anbleiben. So. Und das ist natürlich eine gefährliche Kiste. Und Hersteller in den Unterlagen geben das an. Ich sage immer, wenn Sie nicht sicher sind, tun Sie es nicht. Dieser PID-Algorithmus, sagt man, erlaubt eine bessere Temperatureinstellung mit weniger Schwankungen um diese Wunschtemperatur. Und er berücksichtigt eben die Eigenschaften wie eine gute Isolierung, letztendlich die Wärmeträgheit. Und mein Tipp ist immer, spielen Sie nicht rum, nutzen Sie den nur, wenn der Heizungsfachmann Ihnen das erlaubt hat. Und deshalb habe ich hier nochmal so ein paar Merksätze zum Nachlesen geschrieben. Also der ist überhaupt nicht hilfreich bei trägen Wärmeerzeugern, also in der Fußbodenheizung, da bringt er nicht viel, da passt der Hysterese-Algorithmus ganz gut. Er sollte auf keinen Fall dort angewendet werden, dieser PID-Algorithmus, wo gleichbleibende Ein- und Abschaltzeiten erforderlich sind und das verkürzt die Lebensdauer. Also Pelletanlagen können das überhaupt nicht haben, auch ganz bestimmte Wärmepumpen nicht. Er wird eh bei 14 Grad, wichtig für Wochenendhäuser, abgeschaltet. Da macht es ja keinen Sinn mehr, ein- und auszuschalten. Und ich kann es auch an der Stelle sagen, letzter Punkt, diese smarten Heizkörperthermostate hier, die laufen sowieso automatisch in den PID-Modus, weil die können nichts kaputt machen. Ne? Die machen ja nur den Heizkörper auf und zu. Also hier nochmal eine andere Seite zum Nachlesen. PID-Algorithmus interessant für Gas, Heizöl und Elektrokessel, also Brennwerter, die so oftmals mit 2 Minuten Mindestzündzeit zurechtkommen. Für Pelletsofen ist der Hysteresemodus zu empfehlen. Ja. Und auch die Wärmepumpen bevorzugen den PID-Algorithmus, allerdings dann mit einer Mindestzündzeit von größer 7 Minuten. Also die sollte schon eine Zeit lang laufen. Ja. Also ändern Sie Einstellungen nur, wenn Sie wissen, was Sie tun und mit dem ganz allgemeinen Hysterese-Algorithmus, ich kann auch schon mal nicht mehr, kommen Sie ganz gut zurecht. So, jetzt kommen wir zum zweiten. Wir gucken uns mal dieses Starterpaket an. Ausgepackt, schauen Sie mal her, viele Heftchen und so ein Gedöns hier wieder, bunte Farben. Wichtig ist mir das hier. Das sind 10 Adapter pro Thermostat, die dabei liegen. Wissen Sie, was das heißt? Dass die auf wirklich alle gängigen Heizkörperventile passen, die in Deutschland verbaut sind. Worauf kommt es mir an? E-Paper-Display, wenig Stromverbrauch, Batterien halten eine Zeit lang. Wichtig, Fensteroffenerkennung kann in der App freigegeben werden. Achtung, hat nichts mit unseren Fenstersensoren zu tun, die wir in dem Security kennengelernt haben. Das macht er selber. Der merkt hier eine extreme Temperaturschwankung. Ja. Fenster auf, Heizkörper ist ja wie so im Kinderzimmer, ne? Auf 5 gedreht, Heizung mit Fenster wird aufgemacht zum Lüften, alle vergessen es draußen, minus 5 Grad, dann ist der Heizkörper richtig schön heiß. Also das sind so die Dinge, da müssen wir umdenken. Und da ist so ein Heizkörperventil. Also ich rede jetzt nicht von denen, wenn sie noch gibt, die schwarzen plus minus auf zu. Es gibt, hier ist einer, der hat 0 Frostschutz, 1, 2, 3, 4, 5. Und dieses Gewindeteil hier von diesem Eckventil mit dem Thermoelement hier drin,
Da kommt dieser Adapterring drauf. Ja, und deswegen müsste das eigentlich passen. Also altes Thermostat runter, ohne Wasser runterzulassen, all diese Dinge. Und wir können, das hatten wir eben schon gesagt, 20 Thermostate auf ein Gateway packen. Denken Sie da auch mal so an die Start-ups, sage ich mal, die sich vielleicht so ein Gebäude teilen mit vier Firmen. Ne? Da haben sie dann die 7, 8 Büros oder 8 oder 9, eine Therme, der eine friert, der andere nicht. Also das höre ich immer mehr, dass Elektriker, die das Ding verstanden haben und auch die zufriedene Rückmeldung haben, also dann auch solche Gebäude angreifen jetzt gerade. Ne? Es ist nicht immer das Einfamilienhaus. So, keine IT-Kenntnisse, Fernsteuerung, ja, alles das Gleiche immer. Hier wieder ganz wichtig, die Funkverbindung. Also wenn Sie dann so ein Bürogebäude 100 Meter lang haben, aufpassen. Üblichen Funkregeln bedenken. Ne? Mit jeder Wand, mit jeder Decke geht das in den Keller. 2,4 Gigahertz brauchen wir, alles besprochen. Übersteuerbar, also auch bei Internetausfall habe ich die Hütte warm. Kann ich hier genauso gut arbeiten. Und jetzt geht's los. In die Einrichtung haben wir auch alles schon gemacht. Folge den Anweisungen. 2 Zimmer in meinem Labor, Küche, Wohnzimmer, Solltemperatur, Raumtemperatur. Wir gucken mal in die Geräteeinstellungen. Gateway anschauen, haben wir gemacht und gehen jetzt mal auf ein Ventil. Achtung, Achtung. Ventile müssen kalibriert werden. Einmal muss das Ventil lernen, wie ist der Hub. Und zum anderen wollen wir wissen, ob dieses Teil gerade montiert ist und nicht irgendwie klemmt. Und deswegen gehen wir auf Ventil Küche und da steht Ventil kalibrieren. Und wenn Sie da drauf drücken, dann macht er so 20, 25 Sekunden bzz, 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 auf, zu. Und dann sagt die App, wenn was faul ist, Kalibrierung fehlgeschlagen. Ja, da muss man nochmal gucken, was da los ist. Mein Plan, ich im Moment, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es an der Version, habe diesen Plan jetzt wieder in der Native-App erstellen können. Der Plan nach Erstellung wird aber in die Homeplus-Control sofort übersetzt. Also der ist dann da verfügbar, wenn ich das Thermostat da reingelegt habe. Ist im Moment ein bisschen durcheinander, wird in einem Jahr vorbei sein. Plan erstellen heißt Fragen beantworten, haben wir alles gemacht. Und zeige ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nochmal, dass wir hier Ersatztemperaturen hinzufügen können, um die Flexibilität zu haben. Das mache ich dann im letzten Punkt. Hier wollte ich einmal auf den Graph noch kommen. Schauen Sie mal, was ich hier eine schlechte Regelkurve habe. Warum ist das so? Ich habe meine Thermostate, könnte ich mal ein Bild machen, hier einfach auf dem Tisch stehen, ohne am Heizkörper montiert zu sein. Und grundsätzlich sagt der natürlich, wenn es kalt ist, fährt er den voll auf. Diese Säule bedeutet in diesem Fall nicht Laufzeit, sondern ich bin total auf. Ich stehe auf 5. Klar, der geht auf 5, weil ja die Heizung nicht dran hängt. Und dies ist quasi die Sonne gewesen hier, die hat jetzt hier aufgeheizt. Ne? Aber haben wir in einem Mehrfamilienhaus meinen Heizkörper, der immer hier rot zeigt auf 100%, dann ist da was faul. Ne? Dann ist der thermische Abgleich nicht gemacht, das Fenster hat aufgestanden oder der Vorlauf ist einfach zu gering, um die Bude warm zu machen. Es kann nicht sein, Ventil ist offen und ich erreiche meine Raumtemperatur nicht. Also man kriegt hier, wenn man so ein bisschen Spaß an der Sache hat, natürlich auch über die App Rückmeldung, wie sich so ein Zimmer verhält. Ne? Ja, Betriebsmodus schauen wir uns in diesem Fall mal an. Fensteroffenerkennung, wenn ich das markiere, heißt das, Fenster ist auf, er reagiert auf den Temperaturabfall. Nach 3 Minuten macht er dicht, wird das Fenster nicht geschlossen, macht er nach circa 30 Minuten doch wieder warm, damit die Bude nicht auskühlt. Ich habe aber in der Zeit die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu reagieren. Ja. So, was haben wir noch? Betriebsmodus. Da gibt es einmal die Standarddauer der manuellen Sollwerte. Ja, das ist auch wieder so eine komische Übersetzung. Wenn ich hier vorne sage, ich will schnell aufheizen, ja, das ist die sogenannte Boost-Funktion, dann kann ich komme nach Hause, die Heizung ist schon abgesenkt, ich will noch ein Gläschen Wein trinken. Dann sage ich, komm, Boost-Funktion an und ich vergesse das dann. Kann ich hier sagen, bitte nach 2 Stunden fällst du wieder ins Programm, ne? Ich habe hier meine Abwesenheit, da geht er dann in den Eco-Modus rein. Ich kann hier diese Dauer, was ich hier gemacht habe, fest auch nochmal hier vorne nochmal verändern. Und
diese Funktion hier vorgezogenes Heizen, das habe ich gerade vielleicht überschlagen, oder das hat was damit zu tun, dass man ja manchmal merkt, ja, eigentlich müsste ich meine Heizung um 5 Uhr angehen lassen, damit ich es um 6 Uhr warm habe. Dann kann ich hier dieses vorgezogene Heizen freischalten. Dann fängt er eher an, wie im Programm gewünscht. Ist aber für Heizungen mit Außenfühler nicht empfohlen. Ja. Viele Dinge, auf die ich Sie hier vielleicht hinweise, die man ja wirklich nutzen sollte, aber man muss es halt tun. Ne? So, jetzt kommen wir in den letzten Punkt. Das Interessante ist eben, dass ich Ihnen mal hier diese neuen Temperatursätze zeigen möchte und dann sind wir auch durch. Ich weiß gar nicht, was die Uhr sagt. Es ist 17:20 Uhr, ja, passt. Alles schon gesagt. Ja, Sie können jetzt 18 Stück zukaufen zum Starterpaket Heizkörperthermostat und 10 zukaufen beim Thermostat. Ich habe hier mal eine gemischte Anwendung gezeigt. Also man geht jetzt hier direkt auf die Therme und sagt, jetzt läuft mein Ofen, aber trotzdem müssen ja einige Zimmer vielleicht nicht beheizt werden. Das ist diese Anwendung, ne? Dass ich das mische. So, 20 in dem einen Fall, 10 in dem anderen Fall hier. Alles schon gesagt, zum Nachlesen. Brauchen wir nicht, haben wir auch schon gesagt, haben wir auch schon gesagt. Und jetzt komme ich mal auf das Programm. Mein Plan ist fertig und ich zeige Ihnen jetzt mal was. Ich kann hier Dienstag, Mittwoch, Montag. Ich habe hier Temperatursätze gewählt. Ich lege einen neuen Temperatursatz an. Den nenne ich Montag. Und in dem Montag sage ich Küche 19 Grad, Wohnzimmer 22 Grad, Bad 18 Grad. Meine ganzen Räume sage ich hier, mit welcher Temperatur der Temperatursatz Montag arbeiten soll. Dann gibt es einen Temperatursatz Dienstag und einen Mittwoch. Und im Dienstag mache ich das ganz anders. Dienstag kommt immer die Schwiegermutter, die will es warm haben. Oder Dienstag habe ich Bürotag, da möchte ich es warm haben. Und so kann ich mir eigene Temperatursätze anlegen für jeden Wochentag und kann die in meinen Plan hier rein basteln. Und das ist, finde ich, eine tolle Sache, wo die Leute immer sagen, wie kann ich das hinkriegen? Ne? Ganz toll. So, Geräteeinstellung. Eins noch, was ich euch hier zeige. Ne, habe ich eben nicht gemacht. Ich mache es jetzt hier. Geräteeinstellungen ins Wohnzimmerthermostat. Da steht True-Temperatur. True heißt die wirkliche Temperatur. Ja, der Kollege sagt, mein Thermostat oben am Schrank, das zeigt 21 Grad. Das Thermostat etwas tiefer zeigt 20 Grad. Was stimmt denn jetzt? Um diese Verwirrung wegzukriegen, kann ich dann hier unten eine wirkliche Temperatur da, kann das also eichen, sag ich mal, ein bisschen verschieben. Ja, auch das ist möglich. Gut, kommen wir zu Ende, die letzten 5 Minuten. Ich würde jetzt gleich meine Kamera nochmal dazu schalten, damit Sie meinen, ja, ist ja nicht ganz so schön, aber ich tue es trotzdem, ist vielleicht ein bisschen persönlicher. Ich würde mich jetzt wirklich freuen, dass Sie noch da sind, dass Sie mir nochmal Handzeichen geben. Sind Sie noch da? Kein Handzeichen mehr. Doch, da fliegen Sie rein. Mensch, Wahnsinn, unheimlich. So, jetzt machen wir auch hier gleich Schluss. Bleiben Sie bitte bis zum Schluss. Sie kriegen noch einen Bewertungsbogen. Können Sie ganz schnell beantworten im Schulnotensystem. Fassen wir kurz zusammen. Darüber haben wir gesprochen. Eine App. Wir brauchen die Nativ-App zum Plan erstellen, zum Heizplan erstellen. Deswegen macht man das Ganze ja, um auch zu sehen, wie sind die Raumtemperaturen. Läuft die Heizung noch im Wochenendhaus? Brauchen wir die Home Plus Control schon? Und ganz zum Schluss noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur dieses Netatmo Pro. Wir haben ja ganz tolle, smarte Hausstationen. Mich fragte mal so ein Nachbar, was ist denn eine smarte Hausstation? Da fing er an zu erklären und ich sagte, das ist ganz einfach. Eine smarte Hausstation leitet den Ruf auf dein Smartphone weiter, wenn du nicht zu Hause bist. Oh, das finde ich toll. Ja, so kann man im Smart Home natürlich, so wie ich, immer reden wie ein Buch, aber im Grunde genommen muss man immer ganz einfache Erklärungen finden. Und das hat ihn überzeugt, gerade da, weil die beiden nie zu Hause sind, ne? So, wir haben die Heizungsthermostate heute besprochen, die schon, es geht ja auch um die Zusammenarbeit von uns allen mit der Home Plus Control bearbeitet werden. Wir haben unser My Home, ist im Moment ein ganz heißes Eisen, weil wir die My Home App, wer sie kennt, transportieren in die Home Plus Control und in die Home Plus Project. Läuft im Moment noch nicht so ganz sauber. Bin ich selbst persönlich ein bisschen verärgert drüber. Aber das kriegen wir langfristig in den Griff. Vergessen Sie nicht, unsere schönen, tollen Schalterprogramme. Valena Live ist Netatmo, Valena Allure, Living Light oder auch Living Now, die italienischen Designe, wo wir von Anfang an, vor 3, 4 Jahren schon die vollständige Interoperabilität zu Amazon, Google und Apple haben. Was insbesondere natürlich jetzt die Sprachassistenten. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt eben. Wenn ich Österreicher habe, haben wir hier die Ansprechadressen für Deutschland Hotline.
Ihre Fragen, die jetzt auflaufen, ruhig hinschreiben, ruf mich mal an. Ich war beim Detlef im Webinar. Ich habe da mal eine Frage, ja, Anfragen an diese Adresse. Hier geht es zur Landingpage NetAdmo Pro. Hier gibt es eine Seite, wo Sie vom PC aus auf Ihre Kamera gucken können. Wir haben Webinaraufzeichnungen, wir haben die Legron Homepage, wir sind in den digitalen Marktplätzen zu Hause. Folgen Sie meinen Webinaren auf YouTube, da gibt es Aufzeichnungen en masse zu unseren Themen. Sie bekommen diese Aufzeichnung hier zeitnah zugeschickt. Ja, damit würde ich noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe nächste Woche, wenn alles gut geht, wollte ich Ihnen die smarte Schaltergeneration noch mal vorstellen. Hier gibt es eine Schulungsbroschüre, die neue. Ja, und ich öffne mein Kontrollzentrum noch mal und kann jetzt nur sagen, habe ich was vergessen? Genau, wenn ich jetzt das Webinar gleich beende. Als erstes stoppe ich die Aufzeichnung, dann schließe ich das Webinar, dann kommt in wenigen Sekunden ein Bewertungsbogen auf Sie zugeflogen. Im Schulnotensystem Deutschland. Eins ist sehr gut, also habe ich gut gemacht. Sechs ist, habe ich schlecht gemacht. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, auch eine ehrliche Bewertung. Sie können auch noch ein bisschen was dazu schreiben. Technische Fragen bitte ich, gehe nochmal zurück. Technische Fragen bitte. Bitte hier an die E-Mail-Adresse, da bitte Ihre technischen Fragen hin. Im Bewertungsbogen nur Dinge, die Sie loswerden möchten, weil sonst gehen die verloren. Ne? So, ich würde sagen, da ist der Detlef nochmal im Video zu sehen, habe ich ganz vergessen. Ich würde jetzt die Übertragung anhalten. Dann beende ich das Webinar. Was sage ich immer? Macht's gut, haut rein und bleibt gesund. Euer Detlef, bis später mal.